Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Folge von Crysis 3. Wir müssen zu Psycho oder halt zu der Straße. Wo ich nicht Achtung, weiß. Sterwaffen werden in deiner Nähe abgesetzt. Und wo? Die Frage, wo die kommen, damit wir wissen, wo wir lang gehen müssen, um dem möglichst nicht in die Fresse zu laufen. Den Nex ist wahrscheinlich die AI-Sprache von den Cell-Einheiten oder ihre, ja, die Computerstimme halt, die hier alles regelt. Oh, ich dachte schon. Ah, ich möchte aber noch gerne ein bisschen umgucken. Weiß ja nicht, ob hier noch irgendwo was liegt. Könnte ja immer noch sein. Ich glaube ja nicht. Steve, wo müssen wir hin? Da lang. Kontrollpunkt. Warte, ich bin gleich da. Wir hätten nicht runterspringen müssen. Sind wir fast draufgegangen. Wäre hier unten ein Gegner gestanden, wären wir, glaube ich, tot. Weißt du, es ist wichtig. Was? Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikation. Deine Vision. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Ja, wer weiß. Okay. Leise jetzt. Ich wollte auch noch ein Thema anschlagen. Weiß nicht genau, ob mich jetzt so gut hört. Aber ja. Wen spielen wir jetzt? Prophet oder Alcatraz? Das ist ziemlich laut hier. Nicht so laut, verdammt. Wir müssen ausnurren. Ja. Meinst du, das haben sie gehört? Ja. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Wohin muss ich? Ich glaube nicht, dass sie das gehört haben. Tür sichern! Er kommt durch! So, jetzt geht ein bisschen Rambus daher wieder. Das ist ein bisschen leicht. Hier war noch ein Gegner. Frage, hier sind keine Upgrade-Kits. Ich bin da echt ein bisschen nervös, dass ich keine finde. Beim letzten Teil war es schon ein bisschen leicht. Ich weiß nicht, ob wir es nochmal hacken müssen. Ich hack einfach nochmal. Können wir anscheinend nur eine Zeit lang hacken, bevor es wieder zu denen überspringt. Und danach haben wir es wieder am Sack. Hier ist anscheinend nichts mehr. Da ist auch nichts. Ja, gehen wir hoch. Kann ja nur noch schlimmer werden. Ich bin gerade ein bisschen aus dem Multiplayer gewöhnt, dass man, dass da die Rüstung sich automatisch aktiviert. Ja. Die Rüstung verbraucht ja auch Energie, im Gegensatz zum
Oh, scheiße. Schätze, die haben uns gehört. Nee, weiß. Was zum Teufel ist hier passiert? Check ihre Blackboxes. Finde raus, wie sie starben. Ich gehe nach oben und schau mich mal um. Nein, die möchte ich nicht. Die möchte ich nicht. Ich möchte meine Scar. Nein! Gott, Junge, ich höre die ganze Zeit so Geräusche, die nerven mich. Scheiße, Feuer, Feuer! Aufschwärmen! Raus aus dem Gras, schnell! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße. Ganz ruhig. Hier greift irgendwas die ganzen Leute an. Ja, Aliens. Als hätten wir es nicht schon gewusst. Mal gucken, ob es uns angreift. Ja. Ich möchte eigentlich gern darüber, ohne gefickt zu werden. Oder auch nicht. Die sind fies. Die sind fies. Ich habe ich gesehen. Sei ruhig, hab gesehen, was uns angegriffen hat. Ja, ich weiß. Stalker. Erzähl mir was Neues. So war das nicht geplant. Die Seth, die ich kenne, sind unkoordiniert, brutal und strategielos. Wie gesagt, nur noch ein paar wenige. Und die sind nur rausgekommen, weil wir den Turm zerstört haben. Möglich. Sie verhalten sich wie Tiere. Nicht wie eine Schwarmintelligenz. Wo ist der Alpha-Seth? Vergiss ihn. Ich bin zwischen Stalkern und Cell eingekeilt. Komm durch den Lokschuppen zu mir rauf. Gehen wir mal da lang. Oder da lang? Ah, es sind zwei Wege. Hier war ein großer Ring. Ah, hier waren Boxen. Oh. Oh. Was ist das hier? Spezialmunition. Können wir nicht mitnehmen? Die Waffe? Das ist die Frage. Können wir... Was für eine Waffe haben wir denn überhaupt? Oh, wir haben viel zu viele... Wir haben die gleichen Waffen. Okay. K-Bolt. Ah, Fell. Da wollte ich jetzt nicht unbedingt runter. Gehen wir doch den Gang. Was ziemlich scheiße ist, weil hier die ganze Zeit Minen sind. Was sowieso ein bisschen beschissen ist. 22 haben wir angefangen und wir haben jetzt ungefähr 10 Minuten aufgenommen. Nehme ich an. Standardmunition, Granaten. Die Frage. Xenos. Roger. Hitman Actual. Wir Hitman 4-6 sind jetzt bei Delta 2-0 Break. Okay. Die Map gibt es auch im Multiplayer. Als jetzt die Frage kommt. Werfe EMP! Ja. Ich
Ich möchte mir jetzt mal meine ganzen Gegner markieren. Oh, was ist das? Neues Video haben wir. Was auch cool ist, man kann jetzt mehrere Sachen markieren. Ich bin nicht Prophet. Gut, wer weiß. Okay. Ich bin eher mal so am Verstecken hier. Gut, dann sehe ich nicht richtig. Ja. Frage, ob wir für den Bogen. Haben wir da noch? Was haben wir da für Munition? Ganz normale. Das ist ein bisschen scheiße. Das geht so nicht. Und eine EMP-Granate. Die haben wirklich jeglichen Schnickschnack in diesem Spiel zurzeit. Die Granaten sind aber relativ schwach. Ah, wir haben keine Ammo mehr für die Waffe. Ist die Frage, können wir den Schall im Vollkämpfer wegmachen? Hier kommen gerade immer mehr. Okay, das funktioniert so nicht. Ach nee. Versuch den da hinten mal zu bekommen, was total fehlschlägt. Das ist anscheinend nicht so genau auf Entfernung. Und dann nur noch 14 Ammo, das ist ein bisschen fail. Frage, bekommen wir hier irgendwo noch mal Ammo? Treppe noch mal runtergehen, da könnte noch mal Ammo sein. Da war ja Ammo. Ich muss jetzt zurückgehen. Oh, oh, oh. Okay. Granate, Granate. Ist ein bisschen fail, seid ihr schon. Also leicht dämlich sind die Gegner auf jeden Fall. Gut. Ich muss demnächst auf jeden Fall mal dieses... Euer Team unter Beschuss.
hätte eigentlich gerne für den Bogen... Ja, explosive Munition. Was ist das denn? Superman Tarnspitze, Airburst. Okay, das ist kaputt. Ist die Frage, wenn ich mir... Lol. Das sieht ziemlich cool aus, das Spiel. Das war einfach. Das war zu einfach. Ich möchte im Visor mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Und Gegner sind, glaube ich, gar keine mehr da. Wir können dann... Ja, weiter. Das ist... Scarab. Fernkampf-Scarab. Wenn man hier die Waffen mit aufhebt, dann kriegt man ein paar neue Sachen für die Waffe. Aber sind, glaube ich, alle... Alle haben die Waffen. Oh, das ist Scarab. Ah, nice. Die habe ich im zweiten Teil fast nicht benutzt. War, glaube ich, ein bisschen fail. Ach, nimm doch die Waffe. Ja, ist hier noch jemand? Wahrscheinlich da oben drin. Nö. Schick Verstärkung! Ist hier jetzt noch niemand oder nicht? So, okay. Mir reicht's. Feuert auf seine Position. Ich bin raus. Kontrollpunkt. Na geil, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder genau hier. Bis dann.